Herzlich willkommen zurück zu einem neuen Let's Play bei Florian. Heute mal 5 Fakten über den Minecraft-Schneegolem. Einsteigerfreundlich natürlich. Ja, wie baut man sowas? Fakt Nummer 1 ist erstmal, wie baue ich so einen Schneegolem? Also, einen Schneegolem baut ihr, indem ihr 2 Blöcke nach oben baut und ein Kürbis draufsetzt. So, bei mir hat er jetzt in dem Fall kein Gesicht, weil ich ein anderes Texturen-Patch habe. Aber Fakt Nummer 2 ist, die greifen Zombies, Creeper, alles Mögliche an. Aber sind nicht besonders stark gegen Skelette, weil die mit ihren Bogen überall hinschießen, wie auch immer. Fakt Nummer 3 ist, die beschmeißen die Creeper und Skelette mit Schneebällen. Das heißt, wenn man jetzt hier Schneebälle, also Creeper, hinpacken würde, können wir ja mal ganz kurz ausprobieren. Wo sind jetzt die? Skelett. Können wir ja mal kurz ausprobieren. Wenn wir hier ein Skelett hinpacken. Hups, nicht Skelett Pferd, sondern Skelett. Greifen sie den automatisch an. Man sieht, die greifen den an. So, das funktioniert. Wie gesagt, mit Pfeil und Bogen sind die nicht besonders gerade sehr effektiv, die sind ziemlich schnell tot und haben auch nicht so eine große Lebensdauer. Fakt Nummer 4 und 5 ist, da sie aus Schnee bestehen, wird das dann relativ schnell hier alles vereist sein und es ist nervig, wenn man die dann im Haus rumfahren hat. So, ich hoffe ja, es hat euch das kleine Let's Play gefallen mit dem Schneegolem. Das waren jetzt 5 Fakten, die ihr wissen solltet. Und wenn es euch gefallen hat, lasst doch einen Daumen nach oben da. Und ein Abo auf jeden Fall. Es lohnt sich, den Kanal zu abonnieren. Und damit verabschiede ich mich auf jeden Fall mit einem großen Dankeschön und mit einem großen Tüdelüt. Bis dahin. Tüdelüt.